Die Dualität umgibt uns, in ihr leben wir, ist ein Teil von uns. Aber was bedeutet das im Endeffekt alles für uns? Wo ist Gott? Wo hilft uns Gott? Was macht Gott? Und wie kommen wir in der Dualität zurecht mit Gut und Böse? All diese Fragen, diese wichtigen Fragen möchte ich heute mit euch durchgehen, natürlich mit Unterstützung der geistigen Welt. Und ich freue mich schon sehr auf dich. Schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam dieses interessante Thema mal bearbeiten. Ich habe die geistliche Welt eingeladen. Ich habe die sieben Lords des Lichtes bei uns. Sie sind hier und sie werden uns durch dieses Video führen. Ja, meine Lieben, die Dualität besteht aus Gut und Böse. Es sind diese zwei Pole. Es ist Yin und Yang, was uns ausmacht, das Männliche und das Weibliche, die Gegensätze, das Gut und das Böse. Gott ist unser Schöpfer. Gott hat die Erde erschaffen, hat die Menschen erschaffen und hat somit auch die Dualität erschaffen. Ich habe eine wunderbare Folie für euch vorbereitet. Die schalte ich jetzt gleich mal ein und dann könnt ihr das mal anschauen und ihr werdet mich gleich viel besser verstehen. So, ihr seht Gottes Hand, Gottes Hand. Gott reicht dir seine Hand und in der Hand trägt Gott die Dualität, Yin und Yang. Ihr seht das Symbol von Yin und Yang. Das soll jetzt mal einfach die Dualität verkörpern und das Gute und das Böse, das Schwarze und das Weiße. Und oben drüber seht ihr die Erde. Gott trägt beides. Gott ist nicht in der Dualität, er ist auch nicht auf der Erde, sondern er hat das alles erschaffen und trägt beides, beobachtet beides zusammen, beobachtet uns, wie wir auf der Erde jetzt innerhalb dieser Dualität leben. Die Erde ist ja ein Schulungs- und Prüfungsplanet. Und wir sind hier, um uns in der Seele, mit unserer Seele weiterzuentwickeln. Gott ist die liebevollste, wunderbarste, vollkommenste Liebe überhaupt. Die Schöpferkraft, die göttliche Schöpferkraft, nur die ist fähig, das alles zu erschaffen. Und wenn du jetzt guckst, dieses Yin und Yang oder die Dualität oder diese zwei Pole, es gibt ja so viele Namen dafür, das Gute und das Böse. Wie möchte denn, wenn du dir überlegst, wenn du dir jetzt mal die Frage stellst, wie möchte uns denn das Gute oder das Böse, besonders das Böse, wie möchte das uns beeinflussen? Ich frage jetzt mal die geistige Welt, ich frage mal die sieben Lords des Lichtes, was es da für eine Antwort gibt. Es ist ganz klar, sagt man mir, die böse Seite möchte uns dazu bewegen, böse Taten zu tun. Sie möchte uns da verführen, praktisch etwas Böses zu tun, denn dadurch wird die Gegenseite stark. Und ich frage noch mal weiter. Es wird gesagt, dass du am Ende nach deinen Taten bewertet, sage ich jetzt mal, dass dein Leben danach gewogen wird. Wie warst du in deinem Leben? Warst du eher gut oder eher böse? Und die guten Taten, deine guten Taten, die sind wichtig. Die überwiegen dann das. Die können das Ganze überwiegen und in das Positive tragen. Die negativen Taten beeinflussen dein Leben, geben der Gegenseite Kraft und dieser Kampf zwischen Gut und Böse,
Den kannst du beeinflussen, je nachdem, wie du dich ausrichtest, was du in deinem Leben für wichtig hältst, welche Taten du vollbringst in deinem Leben. Das ist das, was letztendlich in der Waagschale zählt. Und Gott ist nicht verantwortlich für deine guten oder bösen Taten. Dafür haben wir den freien Willen. Und mit diesem freien Willen entscheiden wir, wie unser Leben sein wird, sein kann oder ist. Ja, jeder Gedanke hat ja eine besondere Kraft, hat mit dieser Kraft, mit dieser Schwingung, ist jeder Gedanke mit dem Universum verbunden über die magnetischen Schwingungen. Also jeder Gedanke. Und aus den Gedanken kommt ein Wort und aus dem Wort die Tat. Und das sind alles magnetische Schwingungen. Und diese magnetischen Schwingungen sind verbunden mit dem Universum. Und so, und jeder Mensch hat diese Schwingung und ist mit dem Universum verbunden. Und so wird alles, was du denkst, sagst oder tust, mit der Schwingung des Universums verbunden und auch mit den anderen Menschen verbunden. Und das heißt also, so sind wir alle zusammen miteinander verbunden. Wir sind also niemals allein. Und wenn jetzt ganz, ganz, ganz viele Menschen gute Dinge tun, dann ist das Gleichgewicht, das Gute überwiegt dann. Und das ist ja genau Lichtarbeit, das ist das, was wir möchten, und Gott beobachtet das alles. Gott beobachtet, er hat das erschaffen. Ihr seht Gottes Hand, alles liegt in Gottes Hand. Und du entscheidest für dich selbst, wie du durch die Dualität hindurchkommst. Dieses Erkennen, das hat alles mit dem inneren Erwachen zu tun. Ich frage jetzt nochmal die sieben Lords des Lichtes. Also es wird nochmal bestätigt, dass das eine Schulung ist, ein Prüfungsplanet, wo du bist, um zu wachsen. Und je nachdem, wie schnell du das erkennst, dass deine guten Taten das ist, was uns alle vorwärts bringt, und dass du, jeder Einzelne von euch, wir sind ganz viele, dass wir durch diese guten Taten, durch diese allein schon gute Worte, dass dadurch das Wunderbarste entstehen kann, nämlich der persönliche Aufstieg, das persönliche Erwachen und somit auch der Aufstieg der Erde. Ihr müsst euch überlegen, ich frage jetzt nochmal nach, wie das überhaupt ist mit dem Aufstieg der Erde. Ah ja, es wird gesagt, dass wir über die unsere Gedanken und Taten diese neue Realität erschaffen können, dass wir dabei sind, mit Gottes Unterstützung die neue Realität, neue Realitäten mit unseren guten Taten zu unterstützen. Das beobachtet Gott. Und wenn es soweit ist, wird dann auch wieder mit Gottes Hilfe etwas Neues entstehen können. Nur Gott allein kann natürlich die Erde erschaffen und uns dabei unterstützen. Aber wir sind wichtig. Jeder Einzelne ist einfach sehr wichtig, denn dadurch wird die Energie von allen Menschen zu etwas Großem, etwas ganz Großem. Und das ist die Aufgabe in der Dualität. Also die Dualität ist jetzt nicht durch die negative Seite etwas Schlimmes, sondern sie ist dadurch, dass, wenn wir das erkennen, etwas ganz Tolles, denn wir werden dadurch das Gute ausbreiten und so Lichtarbeit machen. Mit dieser Lichtarbeit kommen wir in die höheren Dimensionen. Und diese Lichtarbeit, die ist in uns drin. Die ist unser Werkzeug, das Werkzeug der Liebe. Und das hat uns Gott gegeben, dieses Werkzeug der Liebe. Und er hat uns auch unsere Gedanken gegeben, diese Kraft der Gedanken, diese enorme
Macht, das Leben zu verändern, wenn wir alle dazu beitragen. Und das ist Dualität. Und das heißt aber auch, wir lernen in der Dualität. Ich muss gerade noch mal hören, zuhören, weil es wird gerade was gesagt. Wichtig ist es, uns weiterzubilden. Wichtig ist es, dass wir uns ausdehnen, unser Bewusstsein erhöhen. Und dafür gibt uns ja die geistige Welt ganz viele Mittel zur Verfügung. Ganz viele Energien werden auf die Erde gebracht und es ist aber an uns, die zu nutzen und eben um dadurch zu wachsen. Das ist wichtig zu wissen und dazu helfen natürlich auch Ausbildungen, Seminare, Webinare, die wir einfach machen sollten, wichtige Sendungen anschauen, so wie diese, einfach ja uns weiterbilden und dadurch auch dieses höhere Bewusstsein zu kommen, was uns sagt, es ist wichtig, sich dem Großen und Ganzen zu öffnen und zu erkennen, dass wir eine gewisse Schöpferkraft in uns tragen, nämlich das Gute zu manifestieren. Das ist die Chance und die Aufgabe in der Dualität. Und alles, was uns so passiert, es passieren ja auch oft negative Dinge, das sind Dinge, an denen wir wachsen, an denen wir lernen können. Das ist nicht irgendwie etwas, was Gott uns antut, ja, dass irgendwas Schlimmes passiert und dann gibt es ja Menschen, die hadern und sagen, was hat Gott nur getan, warum hat er das zugelassen? Das ist nichts, was Gott tut, sondern es sind ja deine eigenen Gedanken, die von dir kommen und so passieren dann eben die Dinge in dem Leben und diese negativen Dinge. Und die sind aber dafür da, dass du daran wachsen kannst. Es ist jetzt nicht so, dass du bestraft wirst oder dass es dir schlecht gehen soll, sondern wenn man alles betrachtet, was uns so negativ im Leben passiert, sind das total wichtige Schritte, um zu wachsen und um zu lernen. Wenn ich überlege und jetzt so für mich mein Leben so zurück betrachte, was mir da alles schon passiert ist, dann muss ich sagen, oh wow, da waren ganz schöne, schlimme Situationen dabei, die ich da durchgemacht habe. Und wenn ich bis zu dem heutigen Tag zurückblicke, bis jetzt, muss ich sagen, wow, ohne all dies, ohne all die ganzen Dinge, die ganzen schlimmen Dinge, und es waren echt schlimme Dinge, die da passiert sind, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Denn ich durfte so viel lernen durch diese vielen negativen Dinge. Es ist so, es ist mir echt ganz viel passiert. Und durch diese ganzen Dinge durfte ich so viel lernen. Und ohne das alles hätte ich auch nicht den Weg gefunden, als Medium zu euch zu sprechen. Weil einfach mir hätte was gefehlt. Ich hätte nicht diese Ausstrahlung, ich hätte nicht diese Liebe, die ihr ja fühlt, wenn ich spreche. Es hätte mir ganz viel gefehlt in diesem Leben. In einem anderen Leben ist es vielleicht auch wieder anders. Denn wenn wir wiedergeboren werden, nehmen wir ja die Erfahrungen mit aus dem jetzigen Leben. Also wir fangen niemals bei Null an, sondern wir steigen von jedem Leben ein bisschen höher. Wir sind also alles, was wir an Erfahrungen und an Dingen gemeistert haben, das nehmen wir mit und starten dann von dem Punkt auf zu dem Neuen, um wieder neue Erfahrungen zu machen und um weiterzuwachsen. Und von daher gibt es auch Menschen, denen fällt alles ganz leicht, die wissen auch alles schon. Das ist einfach, weil die auch schon viel aufgearbeitet haben. Es ist ja auch die Aufgabe in der Dualität, ganz viel aufzuarbeiten. Ich schalte jetzt mal um, weil dieses Aufarbeiten ist ja auch eine Aufgabe. Das Aufarbeiten ist wirklich, hat mit unserem Schulungsplanet zu tun, dass wir erkennen, dass wir einzelne Blockaden haben, dass wir diese auflösen, um zu heilen, um in die Heilung zu gehen.
Und das Erkennen, allein das Erkennen der Blockaden, der dunklen Seite, der dunklen Dinge, die in uns sind, weil wir leben in der Dualität, ist normal. Wir haben beide Seiten in uns auch. Aber das zu erkennen und dann daran zu arbeiten, in dem Moment wächst deine Seele. In dem Moment kann sich deine Seele ausdehnen und wir gehen immer mehr in das höhere Bewusstsein hinein. Das ist unsere Aufgabe in der Dualität. Und jede Situation, in die wir reingeraten, hat etwas zu bedeuten, hat eine Botschaft für uns, so wie auch jeder Mensch, den du triffst, eine Botschaft für dich hat. Völlig egal, was es für ein Mensch ist. Jeder Mensch hat eine bestimmte Bedeutung für dich in deinem Leben. Und wenn du das erkennst und dann auch das Gute darin erkennst, dann kannst du wachsen. Ja, also diese Fragen, warum, weshalb, wie, was kann ich daraus lernen und so, diese Fragen sollte man immer sich stellen, denn sie sind ein Teil der Aufgaben in der Dualität, die wir zu erfüllen haben. Dafür sind wir hier. Und das alles beobachtet Gott. Er hält alles in seinen Händen. Er gibt dir auch deine Hände, damit du verstehst, dass seine Liebe immer für dich da ist, aber dass du deinen freien Willen hast, mit welchem du dein Leben gestaltest. Und wenn du das verstanden hast, bist du schon einen ganz großen Schritt weiter in deiner Bewusstseinsentwicklung. Und jetzt möchte ich gerne die sieben Lords des Lichtes für euch channeln. Mal gucken, was da noch für Botschaften kommen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich werde mich einsprühen mit... Oh, da kommt nichts raus. Das war das dritte Auge. Das muss ich dringend mal erneuern. Warte mal, nehmen wir wieder die 999. Jawohl, und die Fülle. Die Fülle ist ganz wichtig, weil die Fülle verstärkt alles. Wundervoll, genau. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt beim Channeling und freue mich auch sehr darauf. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle. Und sofort breitet sich für dich und für mich die Energie des Schutzes aus. Sie umhüllt den Ort, wo du dich gerade befindest. Sie umhüllt deinen Körper und deinen Energiekörper, deinen Lichtkörper, sodass du in Ruhe und Frieden diese Botschaft hören kannst. Ich öffne nun meinen Kanal, richte ihn aus direkt zu den sieben Lords des Lichtes. Und so strömt diese Energie zu mir. Es erhellt sich der Raum, in welchem du dich befindest. Liebe strömt ein und das Licht der sieben Lords, das helle Licht, fließt nun zu dir. Die sieben Lords des Lichtes tragen die Energie der Blume des Lebens zu dir, denn diese Energie wird dich tragen und begleiten und sie ruht in dir. Sie ist eine Grundlage der Schöpfung. Und so sprechen wir heute zu dir, um deinen Geist auszurichten auf die Liebe Gottes, um deiner Seele zu verstehen, zu geben, dass du mit deinem freien Willen
dein Leben so bestimmst, wie du denkst. Wir geben dir zu verstehen, dass jeder Gedanke, welchen du aussprichst, eine sehr große Kraft trägt. Es ist die Kraft der magnetischen Liebesenergie, welche du in deinem Herzen trägst und welche dich mit dem Universum verbindet. Die magnetische Liebesenergie ist von Gott erschaffen. Die magnetische Liebesenergie wurde von Gott für dich und für alle erschaffen. Sie ist das, was das Universum hält und trägt. Und sie ist genau das im Kleinen bei dir, was dich hält und trägt. Und so spüre nun in dich hinein, um zu fühlen, wie die magnetische Liebe dich ausfüllt, und öffne dein Bewusstsein, sodass diese Energie dich vollkommen von innen und außen einhüllen kann. Und nun konzentriere dich auf dein Herz, auf die Schwingung der Liebe in deinem Herzen und lasse von deinem Herzen einen goldenen Strahl entstehen. Dieser Strahl wird dich nun mit Gott verbinden. Lege einfach den Fokus darauf, dass dieser goldene Strahl hinauf in das Universum, in das Zentrum zu Gottes Liebe hineinfließt. Denn im gleichen Moment wird dieser Strahl mit dem Kuss der Liebe von Gott begrüßt. Du wirst liebevoll empfangen. Und Gott sagt dir, dass er immer bei dir ist. Fühle jetzt Svarana. Fühle die Nähe Gottes. Fühle Svarana. Und dehne dich aus. Dehne dich aus, so weit wie du kannst, mit Gottes Liebe, mit Gottes Hilfe und Unterstützung. Und erkenne, dass du alles in dir trägst, um durch dieses Leben zu kommen, um gut durch dieses Leben zu kommen. Gottes Liebe ist dir sicher, ewiglich. Du bist für immer verbunden über deine göttliche Flamme, welche jetzt von der Liebe Gottes ausgedehnt wird. Spüre dies in deinem Herzen. Es ist die Liebe Gottes, welche dich durch die Dualität begleitet. Und wir, die sieben Lords des Lichtes,
haben dir diese Botschaft überbracht. Es ist eine Botschaft des höheren Bewusstseins aus den magnetischen Feldern des Universums, aus dem Zentrum, wo die göttliche Liebe fließt. Und so ziehen wir uns langsam wieder zurück. Es wurde alles gesagt, was wichtig ist. Und dein Herzensstrahl der Liebe trägt Smarana. So ziehe nun deinen Herzensstrahl zurück und in dem Moment, wo dein Herzensstrahl in deinem Herzen ruht, verbreitet sich Gottes Liebe in deinem Körper. In jede Zelle fließt diese Liebe hinein. Spüre noch einmal deine Verbindung und die große Liebe, die große Weisheit und den unendlichen Schutz der Liebe. Ich bedanke mich bei den sieben Lords des Lichtes. Ich bedanke mich bei der göttlichen Energie, bei meiner Seele und bei dir, dass du heute hier warst. Schließe meinen Kanal und komme ganz wieder in das Hier und Jetzt zurück, so wie du auch. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich euch eigentlich sagen wollte in diesem Video. Es ist ein ganz wichtiger Beitrag, um das Leben zu verstehen, um die Dualität zu verstehen und um ja das höhere Bewusstsein zu bekommen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart und ich habe euch ganz lieb. Ein Küsschen noch. Bis zum nächsten Mal.